Gudrun, willkommen. Heute habe ich wieder ein Spezialthema dabei für dich und ich wollte dich einfach mal, ja, dir vorstellen, was ich vorhabe. Und zwar, ja, ihr wisst, ich probiere ja immer auch neben den normalen Whisky-Themen andere Themen anzureißen und habe mir gedacht, hey, mich nervt's total, wenn ich online surfe, am Computer hock, ja. Ich meine, klar, man ist manchmal mobil unterwegs mit dem Smartphone, aber auch viel einfach am Rechner. Und dann denke ich mir so, hey, irgendwie ist es total aufwendig. Ich will zum Beispiel rausfinden, was der Brennereicode von den SMBS-Abfüllungen ist. Ja? Und dann muss ich irgendwelche Tabellen nachgucken und irgendwann kennt man sie auswendig. Ja? Aber manchmal kennt man sie auch nicht auswendig und dann muss man nochmal in die Liste laden und nachgucken. Oder ich will mir irgendwie den Clendronach 18 holen, weil alle sagen, der ist total geil und dann würde ich mir gerne ein Whisky-Video dazu angucken oder eine Verkostung oder ich würde gerne in der Whisky-Base gucken, wie der Whisky bewertet ist oder ich möchte Shop-Systeme vergleichen oder gucken, was in der Community zu diesem Whisky geschrieben wird und dann fange ich an, halt Clendronach 18 als Beispiel jetzt, den zu nehmen und gebe den ein. Dann gehe ich auf whiskybase.com, trage den da ein, dann gehe ich YouTube, trage Clendronach 18 an, klick die verschiedenen YouTuber durch und guck mir das an. Dann gehe ich vielleicht auf fassstark.de ins Forum, lese mal, was sie dazu schreiben und dann gehe ich vielleicht hin und schau mal bei Whisky for Life im Brühler Whiskyhaus oder bei Vic oder sonst wo in einem Online-Shop nach und guck, was der Whisky kostet. Ja? Und bestell dann entweder da oder will einfach nur mal wissen, was er kostet. Manchmal will ich auch wissen, welche Brennerei sich genau dahinter verbirgt. Glendronach, ja, ist das jetzt Speyside oder Highlands oder ja, ich meine, hier steht es drauf, Glendronach ist in den Highlands, aber manchmal will ich auch hier irgendwie Gründungsjahr, ein paar Informationen mehr. Und wenn ich dann am Computer surfe, habe ich mir gedacht, bevor ich das 10-mal eingebe, baue ich für euch ein kleines Tool. Das heißt, ihr könnt euch eine Browser-Extension runterladen. Könnt mit wenigen Klicks, ich würde mal sagen zwei, maximal drei Klicks, alles, was ich eben gesagt habe, lösen. Ja? Sprich, ihr klickt auf den Namen Clendronach 18, auf Elle Dice, Rechtsklick, habt ein eigenes Whisky-Bubbler, Whisky-Guide-Menü, ja, und kommt in zwei Klicks überall hin, was ich gesagt habe. Auktionshäuser, alles. Also, ich werde probieren, das genau auch nach eurem Feedback einzurichten, so dass jeder davon profitiert, wir die Möglichkeit haben, einfach schneller an alle Informationen zu kommen. Ja? Und auch genauso SMBS, ja, warum soll ich immer kurz nachklicken, wenn ich einfach hier 4.233 einfach markieren kann, die 4 oder 4.23 ist egal, das kriege ich hin, Rechtsklick, auflösen und dann poppt rein, bap, das ist die Highland Park Brennerei. Ja, da will ich euch einfach ein Tool an die Hand geben, was ich selbst nutze. Also ich habe es schon im Einsatz. Es ist noch nicht veröffentlicht. Ich feile noch ein bisschen dran. Ich werde probieren, das in allen Browsern wie Safari, Chrome und Firefox auszurollen. Und ihr habt dann die Möglichkeit, genau das zu tun. Ich gebe euch jetzt nochmal ein paar Eindrücke kurz ja, im Video vom Computer, wie das aussieht. Und dann habt ihr für alle einzelnen Funktionen kleine Tutorials, wie könnt ihr es nutzen. Im Grunde ist das Prinzip immer einfach. Ihr markiert einen Text, ihr klickt auf einen Link, Rechtsklick, Menü auswählen und euer Ziel finden in zwei Klicks. Das ist die Idee. Bekommt ihr gratis zum Runterladen, kostet alles nichts. Ich würde mich über euer Feedback freuen. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und würde mich freuen, wenn es den einen oder anderen doch den Alltag beim Stöbern über die ganzen leckeren Whisky-Abfüllungen vereinfacht. Viel Spaß damit, lasst mich wissen und ich würde mich freuen natürlich, wenn ihr dann in den verschiedenen Stores, wo ihr diese Extension runterladen könnt, es positiv bewertet. Dankeschön, ciao. Herzlich willkommen zu meiner Video-Beschreibung zu meinem Browser-Plugin, der Whisky Bubbler Guide, so habe ich ihn genannt. Was kann man denn machen? Kurz und knapp, ihr bekommt ein Kontextmenü im Browser. Hier am Beispiel Firefox geht ihr einfach hin zu den weiteren Extensions im Englischen, könnt rechts oben suchen, gibt Whisky Bubbler ein, Whisky Bubbler Guide. Ihr findet mich als ersten Eintrag in der Regel. Könnt euch das Plugin installieren. Standardmäßig habt ihr kein Kontextmenü. Wenn ihr installieren drückt, das dann zweimal bestätigt, bekommt ihr neu ein Kontextmenü, was sich Whisky Bubbler Guide nennt. Was könnt ihr damit machen? Ihr seht hier in der Überschrift ein paar Informationen. Ihr könnt die automatischen Updates aktivieren und mir natürlich Bewertungen da lassen. Da würde ich mich freuen, wenn es euch gefällt. Aber erstmal zum Inhalt. Was erwartet euch? Ihr könnt jetzt überall im Browser Texte markieren und dann mit diesem Menü in verschiedene Reiter
navigieren. Also ihr könnt standardmäßig meine ganzen sozialen Medien sehen, aber ihr könnt jetzt hier Artback Cory Reagan markieren und dann mit einem, zwei Klicks in der Whisky Base landen. Ja, die Flasche auswählen, ihr seht Durchschnittspreise, Informationen zu der Brennerei, zum Produkt. Ja, super schnell. Artback Cory Reagan ist jetzt vielleicht nicht der spektakulärste, aber ihr könnt natürlich auch ein Video sehen. Ja, dann seht ihr gleich mein Video oder von anderen Bloggern auf YouTube. Das Video, die Suchergebnisse, super schnell findet ihr so. Videoverkostung von dem Produkt. Es gibt weitere Möglichkeiten, eine erweiterte Suche, ja, bei Whisky Exchange. Ich will jetzt nicht alle nennen, aber da findet man dann immer auch ganz nette Details. Oder wir gehen in andere Shop-Systeme oder in die Community. Whisky News zum Beispiel bei Whisky Expert finden wir dann die ersten Suchergebnisse. Wo würde über Artback Cory Reagan was geschrieben? Ja, oder man kann, wie gesagt, in den Shop gehen oder in der Community stöbern. Könnt ihr zum Beispiel fast stark mal im Forum gucken, was die Leute schreiben. Dann sehen wir hier gleich Unmengen an Einträgen. Ja. Das ist natürlich super, aber wie gesagt, auch Shop-Systeme. Ja, welcher Shop wird den haben? Ja, ein größerer. Wick.de zum Beispiel. Denk mal, die haben den bestimmt da. Ja, sofort da. Und dann könnte man ihn hier kaufen, die Preise vergleichen und. Ja. Ist natürlich sehr praktisch. Genauso. Wenn man jetzt zu Artback selbst was suchen will, kann man jetzt sagen, ich gucke mal in ein Auktionshaus, was gibt es denn für Artback-Flaschen auf Whisky Auction, ja, und dann findet man gleich die Ergebnisse der aktuellen Auktion. Oder man kann schauen bei Wikipedia jetzt zum Beispiel, welche Brennerei-Informationen zu finden sind, Gründungsjahr und. Das kann ich noch ersetzen, Wikipedia ablösen für eine andere Seite oder eine ergänzen, mal schauen mit der Zeit. Ja, und da, so habt ihr alle Möglichkeiten. Es gibt noch ein Feature für SMBS. Mitglieder oder allgemein Nicht-Mitglieder. Ihr könnt einfach einen Whisky anklicken in der Übersicht auf der Webseite. Ich nehme jetzt mal irgendeinen hier unten. Wählt den aus, 7.168, welche Brennerei die Flasche. Rechtsklick, auflösen und zack, da ist es Longmorn. Ja. Also relativ einfach, wie gesagt, alles mit zwei Klicks. Ihr müsst hier jetzt nur die 7 oder die 7 Punkte markieren. Wenn ihr was Falsches markiert, nur mal als Beispiel, dann gibt es halt eine Fehlerseite, dass es nicht gefunden werden kann. Einfach nochmal überprüfen, ob ihr nur die Zahlen markiert. Ja, ansonsten über mehr von Whisky Bubbler findet ihr alles über mich. Könnt mich direkt kontaktieren. Kontakt, dann gibt es ein E-Mail-Portal. Instagram zum Beispiel, da findet ihr immer Hintergrundinformationen. Könnt mich da aber auch anschreiben. Wie gesagt, der einfachste Weg, Kontakt oder alle möglichen Web-Channels könnt ihr mich erreichen. Ich freue mich über eure Rückmeldung und dann können wir diese Menüs hier erweitern mit wichtigen Seiten, die ihr für ja, sinnvoll erhaltet. Erachtet. Bis demnächst. Viel Spaß damit. Einfach bei den Add-ons Extension suchen, installieren. Chrome und Firefox wird unterstützt und bewertet doch gerne, wenn es euch gefällt.